Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen deutschen Orden im Baltic Crusader Achievement. Und jetzt heute, was machen wir? Tja, ich weiß nicht, wir könnten vielleicht mal einen Diplomaten nach Polen schicken, ne? Wir wollten ja mal irgendwann diese Region Kleinpolen hier, die wollten wir ja irgendwann mal zum Staat machen. Ne, warte mal, das ist schon ein Staat. Ne, ich meine diese Region hier, die wollten wir irgendwann mal zu einem Staat machen, weil da sind sehr, sehr gute Provinzen drin, ne? Ich glaube auch Polen würde die sich holen und dann erklären wir denen den Krieg. Das werden wir bekommen. Ich finde, das sind zwei Provinzen, die lohnen sich. Wir holen uns hier auch noch zwei Infanteristen, die sind günstig. Und jetzt müssen wir heute auch noch mal ein bisschen Geld machen, ne? Ach, guck mal da. Ich nehme tatsächlich die Kohle, weil ich so viele Darlehen habe. Ich würde mal gerade so ein Darlehen tilgen. Machtpunkte sammeln wir mal ansonsten noch ein bisschen. Wir haben den Darlehen verlängert. Ja, komm du mal zurück. Verbessere mal bitte die Beziehungen mit Pommern. Würde es zwar wahrscheinlich nicht mehr reichen, um auf einen ordentlichen Wert zu kommen. So, lass mal gerade gucken. Ungarn tritt Krakau an Polen ab. Ungarn gibt alle Sprüche auf. Ach, guck mal, die sind noch mit Ragusa im Krieg. Wohl an denn. Okay. Ja, interessant. Dann pass auf. Es könnte sein, dass die halt sagen, also dass Ragusa sagt, hier, gib den Chor zurück. Böhmen hat einen Anspruch auf diese Provinz fingiert. I doubt it. Komm du mal her. Komm, wir bauen hier auch noch ein Spionagenetzwerk. Auch vielleicht kriegen wir das ja hin. Sauber. So, wie viel Kohle machen wir momentan? Ne? Machen wir noch ein bisschen runter. Können wir ein bisschen runtergehen. 8 Möhren. Sauber. Der Papsteinfluss, der macht's hier aus. 17,6% Chance, ist auch schön. Also wir brauchen noch Unam Sanctam auf jeden Fall. Wann kriegen wir die nächste... Oh, damit bekommen wir auch die nächste Ideengruppe schon wieder. Dann wäre es jetzt wahrscheinlich fast sogar wirklich sinnvoll, hier eine entsprechende Ideengruppe nochmal zu wählen, ne? Aber eine ohne Admin halt, ne? Ich brauche den Diplomaten auch irgendwie. Ein Name durch Vasallen, ne? Ah, shit. Der hat uns gerade so ein Zentrum konvertiert. Klerus und Adel verlieren den Einfluss. Zeig mal Religion. 10% mehr Moral ist sehr, sehr nice auf jeden Fall mit den religiösen Ideen. Was sind so Offensivideen? Missionarstärke gegen Heretiker. Puh, das interessiert mich jetzt nicht so. Lass uns mal ganz kurz gucken. Also wir haben Regeneration der Rekrutenreserve, Kosten für Regimenter werden günstiger, weniger Unterhalt. Mehr Söldner, größere Garnisonen, weniger Verschleiß und 50% mehr Einheitenlimit. Boah, ist halt schon sehr nice. Auf der anderen Seite, mich fixt halt der Chorgeist natürlich noch an. Aber mehr Nahkampf, Baugeschwindigkeit für Regimenter, Feuer, Prestige für Landschaften, Effizienz bei Belagerung ist sehr gut. Hier kriegen wir auch nochmal mehr Einheiten damit und wir kriegen noch, nee, lass mal, und wir kriegen hier noch das Einheitenlimit, die Disziplin, die Moralregeneration, die ist nicht so wichtig. Warte mal, weswegen machen wir das hier? Wir machen das hier wegen
der Belagungseffizienz und der Disziplin. Und wenn man das hier wegen den Rekrutenreserven... Wir brauchen halt auf jeden Fall mehr Power gegen die Osmanen, ne? Das finde ich ist halt nicht ganz zu vernachlässigen. Und der Moralbonus, der reißt es hier raus. 15% mehr Festungsverteidigung. Nochmal hier 20.000 Mann mehr, die wir hier in die Rekrutenreserve reinstopfen können. Ist hier bitte ein Anspruch drauf. Boah, geil. Die sind orthodox geworden. Das ist mega gut für uns. Dann könnten wir theoretisch von denen alles fordern. Ohne, dass wir dafür irgendwelche Machtpunkte aufwenden müssen. Okay, stopp. Komm nur mal aus Polen zurück. Das reicht mir erstmal so schon. Oder will ich hier nur die Karpaten irgendwie halten? Ansprüche auf Moskau wären nice. Ansprüche auf Schweden wären natürlich auch nice. Beim Papst sind wir noch im positiven Bereich mit den Beziehungen. Wieder eine Provinz konvertiert. Nationalisten. Schweden hatte Partikularisten. Diese ätzenden Zentren. Diese unfassbar ätzenden Zentren. Also komm du mal nach Sadomjersch oder wie auch immer das heißt. Zeigst du mir jetzt mal bitte dieses ekelhaft, widerliche, ätzende. Ekelhaft einfach nur. Warte mal, wo ist dein... Wo ist das Reformationszentrum, das das Ding konvertiert? Das muss ja eines von denen hier sein. Pommern oder Pfalz, ne? Okay. Schonen, warum nicht? Warum machen wir das nicht so? Ja, ich finde, das ist okay. Mehr Steuerändern, mehr Prestige, mehr Papsteinfluss. Dann verlieren wir die Prestigepunkte jetzt. Gehst mal nach Smolensk. So, komm du mal zurück. Oh, die haben wieder ihr Bündnis mit Österreich. Ah, das ist ihre Hauptstadt. Okay. Warte mal, Böhmen ist mit Polen verbündet? Ah ne, garantieren die Unabhängigkeit. Ah. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Österreich würde dich beschützen. Kann Litauen angreifen. Ah, guck mal, die sind jetzt mit Moskau verbündet. Warte mal, Grenzdisput, Kriegsgrund.
Eroberung von... Boah, das sind ganz schön viele Provinzen. Okay, witzig. Das geht tatsächlich. Wie sieht denn das hier aus? Schweden hat sich der protestantischen Liga angeschlossen. Boah, ich verliere 20 Armee-Tradition nochmal. Das ist aber mega unverschämt, ne? Na ja, gut, dann ist das halt so. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die ganzen Steuern zurückzahlen. Dann lassen wir unsere Armeen wieder ein bisschen twerken. Du, hör auf. Warte mal. Johann der Dritte von Nassau wurde deutscher Kaiser. Baden-Pfalz und Lüttich sind deine Verbündeten. Okay, Nassau platt zu machen ist wesentlich weniger anstrengend als Österreich platt zu machen, ne? Portugal. You are not serious. You are so not serious. Das ist nicht... Was ist denn da los? Also... ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist einfach nur ein ganz, ganz schrecklicher Fehler. Komm, nächsten Monat, dann haben wir das Ding hier getilgt. So. Weg damit, jetzt machen wir erstmal noch 3 Monate Asche. Oder 4. Holstein hebt Ansprüche auf uns, okay. Ah, ich brauche 35 Punkte beim spionagischen Netzwerk, wenn ich hier eine Provinz... Okay, gut, alles klar. Ja, das sei so also ein hässlicher Namenszug, ne? Ach, guck mal hier. Du hast ungarische Nationalisten. Das ist ja irgendwie witzig, ne? Da du jetzt aber nicht mehr der Kaiser bist... Ah, nee, warte mal, ich kann dir das nicht abtrotzen. Weil das deine Hauptstadt ist. Österreich ist protestantisch geworden. Wow. Haben sich aber nicht der protestantischen Liga angeschlossen. Das ist sehr interessant. Böhmen hat den Burgund Nassau zu beeinflussen. So kann mir der Kaiser von einem Kurfürsten beeinflusst wird, ne? Wir verloren den Grenzdisput Kriegsgrund gegen Polen-Litauen. Ja, aber wir, also ich sage auch mal so, wir wollen ja vielleicht auch gerade nicht unbedingt so auf den Teufel komm raus hier jetzt weiter Kriege führen, weil wir haben viel AE. Okay, jetzt hat uns beleidigt. Luca tauscht sein Wissen jetzt aus mit Österreich, ja.
Also hier sieht schon mal ganz brauchbar aus. Mal Anspruch auf Galitsch. Schwedische Nationalisten. Oh, warte mal, die sind schon bei 90%. Und zwar in Östergötland. Machen wir bitte hier die... Ich wollte schon sagen, machen wir die Heizung an. Das ist natürlich Käse, ne? Komm. Angreifer, am 2. Juni bin ich da. Haben wir noch einen richtig guten General? 4-3 ist brauchbar, ne? Boah, Alter, die haben auch einen guten General. Komm, das schaffen wir. Osterrode. Lass bitte hier nochmal den Herrscher rein, lässt ihn mal ein bisschen twerken. Zu konvertieren. Ein neuer Hochmeister. Michael Pleskov. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Fokus noch auf Admin setzen muss, aber da der 0 Punkte da drin hat, sieht mir das nicht so unplausibel aus. Machst du nicht. Geht bei dir nicht. Machst du auch nicht. Ich könnte mir einfach so den Krieg erklären und Böhmen mit reinrufen und dann Polen angreifen. Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Idee, die ich jetzt gerade habe. Lass mal kurz überlegen. Ja klar. Machen wir gerade die... Da sind die Fortschrittsbemühungen drin. Unfassbar teuer. Okay, also Überlegung. Kann ich zum Volynien angreifen zusammen mit Böhmen? Dann Polen angreifen. Wir könnten Polen natürlich auch noch irgendwie vassalisieren oder sowas, aber... 106%.
106%. Ja gut, wir könnten die zwei Dinger dann noch Böhmen geben. Der will die ja haben, ne? Komm, Junge, du kommst darüber. Lauf mal nach Plock und du läufst mal hier hin. Ja, genau. Wen nehmen wir denn jetzt? Nochmal so ein Papst-Menschen. Ein Schützling des Papstes? Ja. 335 für Großmeister Karl. Finde ich mal brauchbar. Spionage auf minus 20, okay. Waffenschildschirm mit Kiew endet. Ja. Mhm. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt hier ganz schnell. Leo der 10. von Böhmen wurde Papst. Schade, wir sind es wieder nicht geworden. Disziplin für die Söldner mag ich eigentlich. Resistenz gegen Reformation könnte noch sinnvoll sein. Als nächstes kommt der Absolutismus, ne? Wir nehmen die Resistenz gegen die Reformation. Also wahrscheinlich ist eh schon alles konvertiert, aber wir können ja nochmal zurückkonvertieren. Warum nicht? So, dann nimmst du den Typen mit den 4 Belagerungspunkten. Und jetzt sage ich hier... Hoch. Damit würden wir jetzt mitmachen. Hä? Moment mal. Moment. Ah doch, stimmt. Ja, genau. Ja, wir machen das so. Pass auf, Krieg erklären. Auslöschung der Ketzerei. Böhmen macht mit. Bam. So, pass auf, jetzt nimmst du den 4er Belagerungshans mit darüber. Der reicht eigentlich schon. Du bleibst hier, gehst nach Sadomirsch und... Passt. Wir nehmen noch Kriegssteuern mit, denke ich. Die Kohle können wir gut gebrauchen. Ein Diplomat ist zurück, das ist auch gut. Was hier spielen wir jetzt weg gegen den? Den einen bitte dahin, den anderen bitte dahin. Hier muss die anderen bitte hier runter. So. Boah, super. Bringt mir also nix. Da würde dein Litauer noch mitmachen. Aber das finde ich gerade nicht so wichtig. So, Auslöschung der Ketzerei. Bitte einmal hier und einmal hier. Und einmal hier. Festungen sind eh alle. Du läufst quasi so einmal hoch. Okay, das geht dann hier nicht mehr. Eigentlich wären das hier jetzt traumhafte Konditionen.
um alle Provinzen irgendwie wegzuraiden. Komm ich nicht hin, ne? Lauf zurück. Wir nehmen die 50 Machtpunkte jeweils. Fällt mir übrigens gerade ein. Huch, da unten waren noch irgendwo 10 Litauer unterwegs. So rum. Und nimm du die Menace ja hier und lauf mal noch hier runter. Ah, ich weiß, was er vorhat. Hier könnten wir echt mega heftig richtig viel abräumen. Also kommst du mal hier rüber? Sich beim Jemen bedient, die Ottos. Weil das Problem bei den Ottos ist halt nicht so unbedingt das, was man an Provinzen sieht, sondern das, was man nicht sieht. Widerstand gegen die Reformation rein. Ah, den kann ich hier nicht ändern, das ist blöd, ne? Muss ich auch noch auf dem Schirm haben. Bleibt mal hier stehen. Sauber, Vilnius haben wir auch gekriegt.
Ja klar, komm, wir verlieren Kohle und die Bürger gewinnen dann Einfluss und wir kriegen dafür mehr Punkte in Danzig. Ich finde das gut. Ach, der rennt hinten rum und besetzt Provinzen von mir. Das ist ja ein Lurch. Aber weil der Bessarabien halt erobert hat, ne? So viel darf der doch da oben eigentlich gar nicht machen können, oder? Boah, jetzt trotzdem geschafft, ne? Übel. Also man kann es also tatsächlich damit auch nur so ein bisschen aufhalten. Ja, dann ist das ja alles witzlos. Dann brauchen wir diesen Erlass auch de facto nicht. Okay. Also es ist, wir machen mal hier unser Ding. So, wenn ich die nehme. Wäre das für mich okay? Dann sind wir das Bollwerk gegen die Osmanen, ne? Ja, also ich denke, dass eine Koalition wird es da nicht geben. Wir haben halt recht viel Überdehnung. Dann können wir später koren. Wir könnten natürlich auch noch sagen, wir entlassen hier Moldawien. Also wir konvertieren das, entlassen Moldawien.
oder... Ja, nee, komm, nee. Wir machen das so. Wir nehmen die Provinzen da jetzt mit. Wir nehmen die jetzt mit. Das ist alles... Das ist alles Käse. Da ist auch noch eine Festung drin. Die sitzt mir aber nicht so günstig. Aber egal, müssen wir mal schauen. So, und wenn ich hier jetzt noch deine beiden haben wollte, dann hätte ich auf jeden Fall zu viel Überdehnung, ne? Okay, passt auf, dann warten wir jetzt. Dann warten wir jetzt, bis wir hier koren können. Und die anderen beiden Provinzen konvertieren wir. Jawohl. Ja, wir verlieren 10 Punkte Prestige. Religiöses Chaos. Niemals, Osmane. Niemals bekommst du Durchgangsrechte bei mir. Lauf mal bitte nach. Danzig. Ich fände es jetzt eigentlich voll blöd. Toleranz des wahren Glauben plus 1 für die nächsten 10 Jahre und Klerus gewinnt Loyalität. Das finde ich ziemlich gut. Österreich findet uns jetzt kacke. Komm, wir holen uns noch 15% mehr Steuereinnahmen. Für 800. Ich bekomme dafür nur eine akzeptierte Kultur, ne? Schwierig. Ja, wir warten erstmal auf die Koas. Kommt ein Anspruch auf Vilnius. Bauen wir noch so einen Tempel. Achso, kann ich im Krieg nicht wechseln. Ich will keine protestantischen Provinzen haben.
Was mache ich mit den Prestigepunkten? Pass auf, wir machen Folgendes. Folgendes, wir gehen hin und sagen nach dem Krieg, dass wir die Mark widerrufen. Das wird er nicht hinhauen, das ist blöd. Bitte einmal den Herrscher beschwichtigen. So, dann warten wir jetzt auf die Chors. Boah, weil Frankreich reformiert ist. Und der protestantischen Liga beigetreten ist, wollen sie jetzt das Bündnis aufkündigen. Jetzt bitte den Typen hier. Ich kann ihm nicht mal irgendwelche Punkte ausgeben. Voll doof, was willst du machen? Okay, sagen wir mal gerade, wie viel Überdehnung haben wir? 55, okay. Und wenn ich dich jetzt Lucke, bekomme 25, das ist okay. So, das koren wir. In der Zeit so weit voraus, wir machen das. Das ist die bessere Kaff, ne? Boah, so viel Rot. So viel Rot. Das Gute ist halt, wir haben das. Also wir hätten das halt so unfassbar schnell konvertiert, ne? Ja, also Frankreich, du bist einfach ein Lurch, ne? Man muss es so sagen. Bin ich denn hier der Einzige in Europa, dem der Katholizismus noch was bedeutet? Ich habe so den Eindruck, ne? Selbst dem Papst ist es wahrscheinlich egaler als mir. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Kastilien hat uns rivalisiert, super. Dann
weil galizisch-volynische Nationalisten, da machen wir besser hier die Festung hier mal auf Betrieb, ne? Wir starten das hier noch. Das kostet so viel Machtpunkte, ne? Aber es sind so unfassbar lohnenswerte Provinzen. Das muss ein bisschen mehr an Punkten drinne haben, ne? Nehmen wir die Provinz hier, das geht. Protestantische Fanatiker, smolenskische Nationalisten. Das sehen wir besser auch die Festung an, ne? Oh krass, der Typ hat sich verbessert mit 2 Punkten auf Belagerung. Gut. Sehr gut. Ja, sehr schön. Wir gehen mal mit dem Unterhalt ein bisschen runter. Boah, fuck, ey. Also... Sorry, aber ich glaube auch, dieser Erlass, der bringt jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg, ne? Auslöschung der Ketzerei als Kriegsgrund gegen Mailand. Hier, wir nehmen Fortschrittsbemühungen. Okay. Einmal reinschauen, bitte. Österreich, Toskana, Savoyen gegen und weiter, okay. Gut, gut. Boah. Naja. Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann, dann knacken wir immer noch mit den Synapsen. Bis dahin sage ich dann erstmal macht's gut und in diesem Sinne Pax Vobiscum.
Valete.